Heute im Video machen wir mal einen direkten Vergleich zwischen Amazon Deutschland und Amazon Polen, vergleichen ein wenig die Preise und schauen, ob auf beiden Plattformen exakt der gleiche Artikel auch zur Verfügung steht. Schau dir auf jeden Fall das Video bis zum Ende an, denn ich kann dir garantieren, das, was du hier siehst, wird dich sehr überraschen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du das erste Mal bei mir vorbeischaust, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst, dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt aber auch schon direkt zum Hauptthema und vergleichen mal Amazon Deutschland mit Amazon Polen. Warum ich das mache, hat zwei Gründe. Zu einem habe ich schon mal das ein oder andere Mal die Anfrage gekriegt, ob es sich vom Preis her lohnen würde, zum Beispiel Produkte in Polen zu kaufen, um die danach nach Deutschland zu verschicken. Und zum Zweiten ist mir auch aufgefallen, dass ich in Polen nicht immer alle Produkte kriege, die es auch in Deutschland gibt. Weil wenn ich zum Beispiel etwas suche, was ich brauche, gucke ich sehr oft immer auf beiden Seiten, gerade wenn es um Amazon geht, um auch von beiden Seiten die Bewertungen zu lesen. Ist ja auch kein Geheimnis, dass Deutsch lesen für mich wesentlich leichter ist wie das polnische Lesen. Und ja, deswegen schaue ich einfach mal auf beiden Seiten einfach. Aber um euch auch mal genauer zu zeigen, worum es mir geht, nehme ich euch einfach mal mit bei mir auf meinen Bildschirm. Jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm sehen können. Also hier haben wir einmal Amazon.de für Deutschland. Hier haben wir Amazon PL für Polen. Und hier haben wir auch noch meinen Währungsrechner, der Euro-Zloty-Kurs, um auch ein paar Preisvergleiche zu machen. Und was mir auch gefallen ist, zum Beispiel, ich habe letztens hier, genau, das ist hier sogar noch gespeichert, einen Akkuschrauber gesucht, und das ist der Bosch IXO. Das ist eigentlich ein ganz cooler Akkuschrauber. Machen wir mal auf der Seite, auf der deutschen Amazon-Seite und auf der, wird da hier auch sein, genau, auf der polnischen Amazon-Seite. Was mir hier an erster Stelle schon mal aufgefallen ist, auf der deutschen Amazon-Seite wird das neueste Produkt vorgestellt, sofort Bosch Akkuschrauber IXO, siebte Generation an erster Stelle, siebte Generation an zweiter Stelle, und hier haben wir danach die fünfte Generation an dritter Stelle, dann haben wir die sechste Generation und so weiter und so fort. Zum Beispiel auf der polnischen Seite haben wir erstmal, ich gehe mal davon aus, dass das die fünfte Generation sein wird. Wenn ich das jetzt hier mal so sehe, genau, an erster Stelle haben wir auf der polnischen Seite die fünfte Generation, dann haben wir hier, ich vermute, die sechste, genau, sechste Generation, und erstmal an dritter Stelle wird die siebte Generation angeboten und hier dann auch nochmal die sechste Generation. Also hier haben wir schon mal auf den ersten Blick, wenn man ein Produkt sucht, wird erstmal das ältere angeboten, dann das neuere auf der polnischen Seite, auf der deutschen Seite wird das aktuellste angeboten. Dann schauen wir uns hier auch schon mal den Preis an. Also hier haben wir zum Beispiel einen Preis von 53,22 Euro für die siebte Generation. Wenn wir jetzt auf der polnischen Seite uns die siebte Generation anschauen, also hier haben wir siebte Generation, dann kostet die 258 Zloty. Schauen wir einfach mal diese 53,22 Euro. Tippen wir mal hier ein, wie viel das ist. 53,22 Euro. Dann sind wir bei 249 Zloty und 43 Grosche. Ist ein wenig, also Amazon bietet das ein bisschen mehr an für 258 Zloty. Das sind jetzt nur knapp 8 Zloty mehr. 8 Zloty, ja, das sind ungefähr 1,70 Euro, 1,80 Euro, so ungefähr um den Dreh. Ist jetzt eigentlich eine Summe, die man so verkraften kann, vertragen kann, ist jetzt nicht viel. Man muss aber auch immer ein bisschen so im Hinterkopf haben. Ja, in Deutschland liegt der Mindestlohn, ich meine, bei 1800 brutto. In Polen liegt der Mindestlohn, also 1800 Euro brutto. In Polen liegt der Mindestlohn bei 3010 Zloty, meine ich aktuell, was umgerechnet ca. 640 Euro sind. Also verdient man in Polen, also wenn man jetzt nur den Mindestlohn berechnet, ca. dreimal weniger. Aber die Produkte sind hier teurer. Was mir dann auch noch stark ins Auge gefallen ist, wo ich weiter nach den Akkuschraubern geschaut habe, ist zum Beispiel bei dem Bosch Akkuschrauber der sechsten Generation. Und zwar
Schauen wir mal, ob es genau das gleiche ist. Genau, das ist hier genau das gleiche. So, haben wir hier den Akkuschrauber. Der kostet dann jetzt hier auch 66,37 €. Klicken wir mal drauf. Also hier haben wir dann halt dieses Case, den Lade, das Ladekabel, die Bits und zwei Köpfe. Auf der polnischen Seite genau der gleiche Artikel. Zwei Köpfe, Bits, Ladekabel, das Case nur für 644 Zloty. Hier haben wir das für 66 Euro. 644 Zloty. Ja, dann haben wir 137 Euro. Ja, kostet ein bisschen mehr wie das Doppelte. Jetzt ist mir aber auch noch hier eine Sache aufgefallen. Und zwar sind wir jetzt hier auf der deutschen Seite. Auf der deutschen Seite gibt es das Produkt seit dem 9. September 2020. In Polen wird das seit dem 15. Dezember angeboten. Also sprich, ja, gute 3 Monate später. Dann habe ich jetzt auch nochmal nach Fernsehgeräte geguckt, weil ich auch nach einem neuen Fernseher geschaut habe. Und dann ist mir hier auch was aufgefallen. Schauen wir uns mal Sony-Fernseher an. Auf der deutschen Seite schauen wir uns Sony-Fernseher an. Auf der polnischen Seite genau der gleiche Suchbegriff, genau das gleiche. Gucken wir hier. Hier haben wir zum Beispiel hier ganz viel Sony, 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 alles hier mit Sony. Wir filtern jetzt auch nochmal auf das Jahr 2022, was wir hier haben. Hier haben wir sehr, sehr, sehr viele Produkte. Jetzt gehen wir auf die polnische Seite. Hier haben wir Sony TV angegeben. Erstmal haben wir hier kein Sony TV. Hier haben wir ein GQ, kenne ich nicht. Dann haben wir hier irgendwo Sony, Sony, Sony. Filtern wir auch mal direkt auf das Jahr 22, da wir die neuesten Produkte haben wollen. Und hier haben wir schon mal eine ganz große Verkleinerung. Ja. Hier haben wir ein Sony-Gerät und dann haben wir den zweiten Fernseher, ist ein Nokia-Gerät. Ja, also ein Nokia-Fernseher. Also das ist schon mal der Wahnsinn. Hier sieht man, hier haben wir die Modell 2022, hier haben wir die neuesten Modelle, die hier in Polen, zumindest auf der Seite Amazon, nicht angeboten werden. Hm, können wir auch mal schauen, seit wann ist das Produkt schon in Deutschland zur Verfügung gibt. Müsste irgendwo hier stehen. Genau, seit dem 30. April 22. Seit April in Deutschland, in Polen gibt es das Produkt nicht. Wir können mal schauen, seit wann dieses Produkt es in Polen gibt. Und dann können wir auch mal gleich schauen, seit wann es das in Deutschland gibt. Hier 17. September 22 gibt es dieses Produkt. Wir können mal schauen, ob es dieses Produkt überhaupt in Deutschland gibt. Das habe ich jetzt noch gar nicht überprüft. Schauen wir mal, da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. XR55A95, XR55A80, XR55A95K. Genau, das ist hier genau der gleiche. Das ist hier genau. Schau mal, der ist hier irgendwo hier ganz unten. Seit dem 27. Mai 22 und in Polen gibt es den jetzt seit knapp 2 Monaten erstmal. Ja. Also da sehen wir auch, dass sehr, sehr viele Produkte, also das ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt in Polen ist und irgendwie neue Geräte sucht, dass man die überhaupt nicht kriegt. Nur man sieht einfach, dass es ein wenig schwieriger ist, aktuelle Produkte, also wirklich das, was jetzt zum Beispiel in Polen neu auf dem Markt ist, wird hier etwas schwieriger, was in Deutschland neu auf dem Markt ist, wird in Polen etwas schwieriger sein, es zu bekommen. Wir können jetzt hier auch nochmal einen Preisvergleich machen. Hier haben wir 11.000 Zloty. In Deutschland kostet das Gerät 2.600 Euro. Ja, ich denke, da wird das schon in Polen ein bisschen günstiger sein. 11.383 Zloty. Hoppala. Das sind 2.400 Euro. Ja, in dem Fall ist das jetzt in... Ja, also dieses Produkt haben wir jetzt auch ein Beispiel, dass das jetzt zum Beispiel 200 Euro günstiger wäre, wenn man das jetzt in Polen bestellen würde. Aber man sieht das auch, dass das jetzt hier nicht an erster Stelle in Deutschland angeboten wird. Und in Polen ist das eigentlich das einzige aktuelle Produkt, wenn man jetzt bei Amazon ist und ein Sony TV sucht aus dem Jahr 22. Ja.
Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick zeigen, was hier so ungefähr die Preise sind bei den verschiedenen Artikeln. Man sieht, dass in Polen einige Produkte teurer sind, was auch mit der Mehrwertsteuer zu tun hat. In Polen hat man eine Mehrwertsteuer von 23%, in Polen sind das die 19%. Und ein großer Einfluss meiner Meinung nach hat auch der Euro-Zloty-Kurs. Denn ja, wenn der Zloty gegenüber den Euro schwächer ist, sind die Produkte in Polen automatisch teurer, was einfach auch damit zu tun hat, weil der Handel oder der Import-Export-Handel zwischen Deutschland und Polen natürlich in Euro gemacht wird und nicht in Zloty. Ja, und wenn der Zloty schwächer ist, sind die Produkte hier bei uns in Polen teurer. Ist der Zloty gegenüber den Euro stabiler oder sage ich mal stärker, dann sind die auch die Produkte ein bisschen günstiger. Das ist nicht nur bei den Elektrogeräten so, das ist auch sehr, sehr zu spüren bei normalen Lebensmitteln. Ich habe auch mal hier und da mal ein paar Videos zu diesem Thema gemacht, die packe ich euch nachher alle in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch die auch gerne nochmal anschauen. Dann habt ihr auch nochmal so einen kleinen Einblick, was die Preise hier sind und was die Preise zum Beispiel in Deutschland sind. Ja, in diesem Sinne danke ich dir, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.